So, dann machen wir hier mal ganz spritzig weiter. Und hier haben wir hier gleich noch einen Text. Die Santa Helena lief um 18 Uhr auf einem Felsen auf. Sie hob sich, als ob ihr der Rumpf abgerissen wurde, wäre. Und sofort schoss das Wasser mit fürchterlicher Geschwindigkeit herein. Diesen Felsen allerdings gab es nicht. Wir näherten uns, soweit es ging, um die Überlebenden aufzunehmen. Doch nur ein Besatzungsmitglied entkam dem Wrack. Eine Art Gelehrter, ein Öre. Was? Oh, Alter! Ein irrgängiger, zerschlissener Mann in blutverschmierten Fetzen. Seine Faust umschloss eine Art Skulptur und mit wirren Worten sprach er davon, wie unermesslich mächtig und wertvoll sie sei. Vielleicht ist unser Schatz doch nicht mit der Helena gern Meeresboden gesunken. Ich schließ das Objekt in die Obhut meiner Kajüte verbringen. Okay. Ein Gewicht. Müssen wir uns dann hier erstmal natürlich schlau machen. Wird jetzt noch ein Hieruf kommt hier. Okay. Oh Gott, ey. Eine kleine Scheibe. Mal die kleine Scheibe, kann die zufällig hier mit drauf? Da kann ich nichts machen. Seiten ist nichts. Ach doch, guck mal, können wir da noch was aufmachen? Sehr schön. Ein Gewicht. Eine kleine Scheibe. Hier können wir noch nichts machen. Aber wir werden erstmal das Gewicht drauflegen. Kommt das da rein? Ne, noch ein Stück. Noch ein Gewicht. Können wir natürlich gleich damit drauf machen, denke ich mal. Oder hier. Passiert gar nichts. Sag mal, warum könnt ihr da nicht aufmachen? Mautikal, was steht da? Okay. Dieses Gewisch.
Okay, passt nicht. Okay. Muss doch irgendwo. Oh Gott, was haben wir hier? Ach du Scheiße, ey. Dieses Gewicht unterscheidet sich etwas von den anderen, das muss ich mir genauer anschauen. Oh Gott, ey. Na, alles klar. Jo. Ja, da habe ich aber keine Scheibe mehr, Freunde. Ein bisschen schlecht aus. Aber irgendwas hat sich hier mit auf sich, war kann nicht sein. Aber welche Richtung, ey? Da ist eine Schublade an der Ecke der linken. Das ist eine Schublade an der Ecke des linken Deckels der Kiste. Es muss einen Weg geben, sie zu öffnen. Ach ja, klick, klick. Rechts, warte mal. Okay, das sind die Zeichen für hier. Warte mal, das war schon mal richtig. Denke ich mal. Nach unten und nach links. Ja, war ja schon so richtig, oder? Da weiß man nicht, was links. Gott, ey. Warte mal, wenn ich das so mache. Ja, seid ihr. Da muss die nämlich offen sein, genau. Und das Rad kann ich dann hier mit drin machen. Passt noch nicht. Genau, aber. Und das kann ich wahrscheinlich hier mit drauf machen. Auch noch nicht. Ja, konnte ich mir schon denken.
Ja. Sehr schön. Wieder so eine Scheiße, ey. Ach Gott, oh Gott, oh Gott. Muss ich erst mal gucken, wo kriegt die nächste Scheibe her? Zwei Gewichte noch. Ist gar nichts. Na, kommt gefährlich ein scheiß Hinweis. Noch eine Fassung ohne Scheibe, sie ist sicher irgendwo in der Kiste. Naja, die ist hier drinnen, aber da komme ich nicht ran. Natürlich schlecht. Man kann ja mal hier an der Seite gucken, aber ist überall keine mehr, ne. Nicht, was ich sehe. Das dritte Loch, das in der Kiste geöffnet habe, ist irgendwie anders. Das dritte Loch ist irgendwie anders. Oh, Leute. Warum komme ich da nicht drauf? Ey, ist ja nicht mehr normal. Darauf kann man nicht kommen, ey, das geht nicht. So, hier müssen wir das Teil drehen. Und muss noch mal darin. Ach Mann. Immer diese Scheiße, ey. Fuck, ey. Meine Fresse, ey. Scheiß Teil hier auch schon wieder anders. So, damit habe ich ganz weh. Und das kommt jetzt hier mit drauf. Sehr schön.
Eine metallene Urfeder, ein kleiner Anker. Oh, hatte ich das jetzt hier erledigt mit der Scheißkiste, oder? Fick doch mal, wa? So, hier können wir den Anker ranhängen. Ein Metallstern. Eine Urfeder. Was haben wir hier? Ja, warte mal. Denke, die Kiste hat sich da erledigt, denke ich mal, oder? Gott, oh Gott, ey. Heftig, ey. Das ist Hammer. Ich dachte, das wäre schon fertig. So, warte mal hier. Ein Aufziehschlüssel. Denke mal, da kommt das, nee, auch nicht. Wo kommt denn das schön toll hin? Warte mal. Braucht man nicht? Dieses Fach im Chromometer ist versperrt. Vielleicht finde ich an der Kiste etwas, mit dem ich es öffnen kann. Das irgendwie Klick gemacht. Warte mal, ich ziehe nochmal auf hier. Passiert ja nichts. Oh Mann, ey, ist doch alles scheiße. Schlitzschraubenzieher, oh Mann, ey, für was ist denn das, Alter?
Warte mal. Ah, sehr schön. Gute Frage, welche Uhrzeit, ey? Nun, das komisch wieder funktioniert. Ich bewege auf der linken Seite. Ach ja, die Seite. Ach man, ich habe hier an die Seite schöner vergessen, ey. Zwei Uhr 50. Na, verflucht. Zwei Uhr 50. Ein Schlüssel. So, und für was ist das schon wieder dieser verkackte Schlüssel, ey? Oh Mann, ey. Unten kann nicht sein. Und die Kiste kann nicht sein. Oder? Diesen Schlüssel kann ich doch bestimmt irgendwo an dieser Kiste verwenden. Ah, doch. Alles klar. Ein Rätselspielchen, oh Gott. Sehr schön. Ein diamantförmiges Metallform. Geil. Wieder so ein kleines Spielchen, ne? Sehr schön. Ah, denke mal, den kriegen wir. Oh, okay.
Das kriegen wir hin. Kapitel abgeschlossen. Du hast die Geheimnisse des Schiffs erfolgreich aufgedeckt, doch dein Leidensweg wird nur noch schlimmer. Fand ich heftig. Also wenn ich die Hinweise nicht genutzt hätte, ich wäre niemals so weit gekommen. Auf keinen Fall. Also die Hinweise sind wirklich schon sehr, sehr sinnvoll. Naja, haben wir das geschafft und sehen uns dann auf jeden Fall in der nächsten Runde wieder. Also haut rein. Bis dann.